Und damit willkommen zurück bei Mass Effect 2. Mitten. Ach, guck mal, ein Schritt weiter und ich wäre direkt wieder nass gelaufen. Ja, mitten im Getümmel auf dem verlassenen Reaper, auf dem uns ein Geth das Leben gerettet hat. Mehrmals. Wie viele kommen denn da noch? Die Schrotflinten sind hier schon nützlich, ja? Die Zerstörung des Masseneffektkerns sollte kein Problem sein. Heißt verlassen wir das Schiff. Schnell. Heißt es jetzt, wir haben es erledigt? Heißt das, wir sind hier jetzt fertig? Oh, ich hasse Husks. Ich hasse Husks. Ich hasse Husks. Ja, umgehen. Na, hat er nicht genommen? So. Ach, das Reaper FFS, schön. Das muss das FFS sein. Wo ist das? Oh. Wollt die Unterbrechung und die Unterhaltung nicht unterbrechen? Oh nee. Hey, freundlicher Geth, pass auf. Sie sind genau hinter dir. Nee, das war ja das hier wieder. Wenn ich aber jetzt mal den hier mache. Kampfdrohne unterwegs! Oder habe ich dazu keinen Saft mehr daraus, wenn wir das Spiel sagen? Nichts kann mich aufhalten! Dann geh von den Gegnern weg, dann schieß ich nicht auf dich. Ich werde euch vernichten. Ist mal da aus der Mitte weg, hä? Macht der einfach die Luke zu. Ärger voraus. Aktiviere Kampfdrohne. Ja, hier ist ein besserer Platz als da mitten auf der Brücke, wo von beiden Seiten was kommt. Also hier kommt zwar auch von beiden Seiten was, aber die einen sind wesentlich schneller dran und sie kommen nicht ungefähr gleichzeitig bei mir. Also so wie sie es da oben waren. Du sollst ja nicht wie ein Spielzeug in uns reinwerfen, wenn er explodiert, Jack. Du sollst ihn einfach nur von uns fernhalten.
Wieso kann ich da jetzt nicht mehr drauf schießen? Ist da irgendwie die Animation nicht so ganz synchron mit dem Rest oder so? Ich habe das Gefühl, ich kann drauf schießen, wenn er geschlossen ist. Spawn? Wenn ich umgehe, werde ich die Heimsuchung scheppern. Ach, hab ich dich. Jawoll. Oh, ich hab grad befürchtet, wir brauchen noch eine dritte Phase. Hey, Shepard, den Gerd sollten wir auch mitnehmen. Irgendwas ist der bestimmt wert. Lassen Sie ihn hier. Sie wissen, was er ist. Wenn er Zugriff auf die Computer der Normandy bekommt... Nein, den nehmen wir mit, er hat uns gerettet. Sie haben es selbst gesagt, noch nie hat jemand einen Intakten gefunden. Das stimmt, aber... Ich weiß nicht, ob es das Risiko wert ist, Shepard. Wir haben keine Zeit für Diskussion, Tali. Na los. Durchhalten, Leute! Backbord-Luftschleuse öffnen. Zu Befehl. Das Reaper-FFS erfolgreich geschafft. Verlust des Cerberus-Teams auf dem Reaper-Schiff bedauerlich, aber nicht überraschend. Werde medizinische Daten des Teams mit denen auf dem Reaper angetroffenen Husks vergleichen und möglicherweise Erkenntnisse über die Indoktrination und den Umwandlungsprozess der Husks zu erhalten. Jawohl, ganz, ganz viele Sachen haben wir wieder bekommen. Aber am allerwichtigsten das Reaper-FFS, mit dem wir jetzt den Sprung durch das Omega-Dingsbums-Portal war es, glaube ich, in dem Spiel. Jetzt können wir auf jeden Fall da in die Heimatwelt der Reaper. Wenn wir das wollen. Ich glaube, wir sollten mal über unser besonderes Bergungsgut sprechen. Wir haben es vorläufig in Edis VI-Kern untergebracht. Wir brauchen für den Kampf gegen die Reaper bessere Ausrüstung. Ein intakter Geth wäre für die Cyberwaffenabteilung von Cerberus unbezahlbar. Dem kann ich nicht zustimmen, Ma'am. Ich habe auf Eden Prime genug von den Dingern gesehen. Ab in den Weltraum damit. Cerberus hat schon lange ein Kopfgeld in Bar auf einen intakten Geth ausgesetzt. Ich versichere Ihnen, die Belohnung ist erheblich. Ich will wissen, warum ein Stück N7-Panzerung an seine Brust geschnallt ist. Ach ja, stimmt. Vielleicht eine Kriegstrophäe? Wäre eine Maschine an sowas gelegen? Nein, Trophäen setzen Gefühle voraus und sowas haben VIs nicht. Ich vermute, es handelt sich lediglich um eine provisorische Reparatur. Ich habe hunderte von diesen Dingern umgelegt, aber ich hatte noch nie Gelegenheit, mit einem zu reden. Der hier hat versucht, mit uns zu kommunizieren. Er hat uns vermutlich sogar das Leben gerettet. Warum? Den Geth wieder zu aktivieren ist riskant. Sie sollten das nur im Interesse der Menschheit tun, nicht um ihre eigene Neugier zu befriedigen. Für mich dient unserem Wohlbefinden nach wie vor am besten eine Luftschleuse. Ich will mit ihm reden. Ich werde erst eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich will ihn aktivieren und verhören. Wenn wir ihn aktivieren, gibt es keine Garantie, dass wir ihn auch wieder deaktivieren können. Kugeln können das. Das habe ich nicht. Danke Ihnen beiden für Ihre Empfehlung. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Tali wird ausrasten, wenn sie davon erfährt.
Was ist jetzt mit diesem Reaper-FFS? Ich weiß jetzt, wie ich es in unsere Systeme integrieren kann. Dennoch bleibt das Gerät Reaper-Technologie. Die Verbindung mit den Systemen der Normandy bringt gewisse Risiken mit sich. Okay, einfach vorsichtig sein. Na, das passt schon. Kriegst schon hin, Edie. Ich hab da volles Vertrauen in dich. Ich vertraue Ihnen, Edie. Ich weiß, Sie werden es nicht zulassen, dass dem Schiff etwas geschieht. Verstanden, Shepard. Es wird wohl einige Stunden dauern, bis das FFS bereit zum Testen ist. Ich verständige Sie, sobald es soweit ist. Klingt gut. Bis dahin einfach weitermachen wie gewohnt. Crew kann wegtreten. Wie abtrünnig. Ich geb euch gleich abtrünnig. Bin ich abtrünnig. Okay. Ja, dann mal raus hier. Kann ich jetzt schon wieder eine Runde mit den Leuten reden? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Kannst du reden? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Wie Sie möchten, Commander. Oh. Cerberus hat zwar auch Dienstgrade, aber es ist nicht die Allianz. Private Kontakte sind nicht verboten. Ihr Schiff, Ihr Befehl. Wenn Sie mit jedem gut Freund sein wollen, ist das Ihre Sache. Sie zögern, Jacob. Bringen meine Fragen Sie in Verlegenheit? Das ist doch Ihre Absicht. Tut mir leid, es war eine Art Reflex. Bei Cerberus wird man schnell ziemlich misstrauisch. Ich mag Sie, Shepard. Lassen Sie uns reden. Dann sehen wir schon, wohin es führt. Möchten Sie darüber reden, was mit Ihrem Vater geschehen ist? Dazu habe ich nichts zu sagen, Commander. Das Thema ist abgeschlossen. Wartet zu Hause jemand auf Sie? Ich bin ein Einzelkind ohne Verwandtschaft. Hab mich nie irgendwo niedergelassen. Schien mir bei dem Job nicht angebracht. Und was man nie hatte, kann man auch nicht vermissen. Jetzt kann ich schon mit dem nächsten anbandeln. Ich lege einfach das ganze Schiff flach, wie es aussieht. Es wartet also in keinem Hafen eine Mrs. Taylor, Jacob? Das überrascht mich. Muss es nicht. Es ist einfacher so. Cerberus hält einen ständig in Bewegung. Und 2 Jahre lang unter strenger Beobachtung. Aber es ist ganz sicher nicht der schlechteste Job. Worauf wollen Sie hinaus? Sie und Miranda. Ich weiß, dass Sie und Miranda zusammengearbeitet haben. Ich hatte den Eindruck, dass da vielleicht mehr war. Erst kamen wir uns näher und waren dann plötzlich sehr weit voneinander entfernt. Und der Rest geht Sie nichts an, Commander. Okay, vergessen wir es. Vergessen Sie es. Ich setze darauf, dass Sie alles professionell angehen werden, Jacob. Danke. Das hat mich an der Allianz immer gestört. Man konnte nicht mal seine eigenen Probleme selbst lösen. Cerberus ist da genauso. Sie geben sich nur mehr Mühe, ihre Überwachungsmethoden zu verschleiern. Sollen Sie zusehen. Wir haben nichts zu verbergen. Und selbst wenn, wäre es egal. Sie können uns ja schlecht zurückpfeifen. Wir ziehen die Sache durch, ob es Ihnen nun passt oder nicht. Wie auch immer, ich muss weitermachen. Danke für das Gespräch, Shepard. Wir können es ja bei Gelegenheit fortsetzen. Ja, nach der nächsten Story-Mission. Okay, jetzt weiß ich ja, wir können mit den ganzen Leuten reden. Ihr wisst, was es bedeutet. Ich muss jetzt... Nein, Kelly, ich... Das FFS ja. ist so gut wie installiert, Shepard. Muss jedoch noch seine Auswirkungen auf die Systeme der Normandy überprüfen. Ist okay, Edie. Ich schlage vor, Sie nehmen zu Ihrem nächsten Zielort das Shuttle. Ist okay, Edie. Genau. Dann gehen wir noch schnell mit Morden reden, wo wir gerade schon hier sind. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja, guter Zeitpunkt sogar. Ausgezeichnet. Habe Durchbruch erzielt. Kann Ergebnisse mitteilen, während die nächsten Proben wachsen. Hasse es, die Analyse der Kulturen abzuwarten, dauert immer zu lange. Kenne Ergebnis meist schon vorher. Also nur noch Bestätigung, muss sorgfältig vorgehen. Schweife ab. Entdeckung. Kann anhand der Verbindung Proteaner-Kollektoren-Technologie untersuchen. Modifikationen der Reaper-Spezies auflisten. Untergang der Proteaner. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Frühe Stufen ähneln Indoktrination. Vermute gefangene Proteaner verloren über mehrere Klongenerationen Intelligenz. Kybernetische Veränderung danach weit verbreitet. Nach Scheitern der Proteaner fügten die Reaper zum Ausgleich Tech hinzu. Mentale Fähigkeiten kaum noch vorhanden. Ersetzt durch überarbeiteten Input und Transport der sensorischen Daten. Übermitteln Daten an ihre Herren und Meister. Können wir ihnen irgendwie helfen? Nein. Drüsen durch Tech ersetzt. Verdauungssystem durch Tech ersetzt. Seele durch Tech ersetzt. Was sie auch waren, es ist für immer fort. Verstehen Sie jetzt? Oha. Keine Kunst, keine Kultur. Mehr Husks als Sklaven. Werkzeuge der Reapers. Die Proteaner sind tot. Kollektoren sind die endgültige Provokation. Müssen zerstört werden. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie noch mehr Motivation brauchen, um die Kollektoren aufzuhalten. Begrüße die Herausforderung.
sah Notwendigkeit des Angriffs auf Kollektoren nach solche auf Omega. Ihr Werk, meine Leute. Schwer, zwei Armeen gut zu finden. Eine gewinnt, eine verliert. Danach gibt es immer viel Arbeit. Habe jetzt mehr Kontext. Erkenne, was die Kollektoren sind. Habe vorher aber nicht nach anderer Arbeit gesucht. Das meinte ich nicht. Bin aber jetzt mit dem Herzen dabei. Werde sie nicht im Stich lassen. Ich hoffe übrigens, man hört meine Nachbarn nicht wieder zu sehr. Die meinen mal wieder im Treppenhaus, da kann man, das ist die Erweiterung ihrer Wohnung und sie können ganze Kaffeekränzchen im Treppenhaus abhalten und es nervt so, weil die Treppenhauswände sind so dünn, das Haus ist so alt. Ich höre ja quasi schon, wenn die in ihrer Wohnung sich aufhalten und lauter reden oder rumlaufen und die sind unter mir. Und wenn sie dann meinen, sie müssten im Treppenhaus Party machen und dann 10, 15 Minuten Verabschiedung, Küsschen rechts, Küsschen links im Treppenhaus, da hört es einfach auf. Sie sagten, die Kollektoren hätten keine Kunst. Ich hatte keine Ahnung, dass Ihnen daran überhaupt etwas liegt. Persönliches Interesse vernachlässigbar. Hab ein bisschen gesungen. Multispezies-Aufführung zu kulturellen Studienzwecken. Gilbert und Sullivan musste immer die Pater-Songs übernehmen. Zurück zum Thema. Künstlerischer Ausdruck spiegelt philosophische Evolution wider. Interesse an Wachstum, Perspektive, Beobachtung, Interpretation. Vermute, auf Kollektorenbasis gibt es keine Kunst, sind kulturell tot. Werkzeuge der Reaper. Schlimmer als die Geth. Moment, gesungen? Tut mir leid, ich weiß, dass das wichtig war, aber Sie haben Gilbert und Sullivan aufgeführt? Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salarianer für die Spezies Thorianer, Asari Batarianer. Ich bin ziemlich gut in Genetik, das gehört zur Biologie, denn ich bin ein Experte, ich weiß, das ist eine Tautologie. Bei meiner Xenoforschung geht es auch um die Hygrogane. Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salarianer. Okay, ich kenne das Lied im Original. Da hat es wesentlich besser auf die Melodie gepasst. Okay, dankeschön, Mordin. Dankeschön. Was stört Sie an den Modifikationen der Kollektoren so sehr? Sie stören das soziotechnologische Gleichgewicht. Wissenschaftlicher Fortschritt bedeutet immer, dass Intelligenz vorhandene Beschränkungen überwindet. Kann Last nicht tragen, erfinde darum Rad. Kann Nahrung nicht fangen, erfinde darum Speer. Beschränkungen. Keine Beschränkungen, kein Fortschritt. Kein Fortschritt, Kultur stagniert. Gilt auch andersherum. Fortschritt vor Kultur ist ebenso katastrophal. Sah es bei den Kroganern, wurden von Salarianern unterstützt. Katastrophe. Unsere Schuld. Sie geben den Salarianern die Schuld an dem, was die Kroganer getan haben? Ja, Höhlenbewohnern gibt man keine Atombombe. Die Kroganer waren nicht bereit für die Raumfahrt und den technologischen Fortschritt. Die Kroganer hätten sich alleine entwickeln sollen, mit ihren Aggressionen umgehen lernen, langsam für die Verantwortung neuer Tech bereit werden. Stattdessen kamen die Salarianer, haben Kultur der Kroganer gestört, haben Kroganer als Waffe gegen die Rachni eingesetzt. Kurzsichtig. Dumm. Wenn Sie das so sehen, wieso haben Sie dann an der Modifikation der Genophage gearbeitet? Wie besprochen. Beste Option. Das oder alle töten. Wäre ich beim ersten Kontakt dabei gewesen, hätte ich dagegen argumentiert. War ich aber nicht. Kann nur jetzt mein Möglichstes tun. Jetzt haben sie ihre Party im Treppenhaus gerade beendet. Jetzt hängt wieder irgendwer Bilder auf oder schlägt einfach mit dem Hammer grundlos gegen die Wand. Danke, dass sie mir ihre Erkenntnisse mitgeteilt haben, Morden. Bin stolz darauf, hier zu sein, Shepard. Danke, dass sie mich mitgenommen haben. Ja, danke, dass du dabei bist, Morden. Eigentlich sagt man immer, man hat Probleme mit den Nachbarn von über einem. Nein, ich bin der Nachbar von über den Leuten. Also ich wohne ganz oben. Über mir wohnt niemand mehr. Und bisher sind es immer nur die Nachbarn von unten, die Probleme machen. Die man auch hört. Im ganzen Treppenhaus. Ich meine, ich rede jetzt hier nicht von einem, ja, tschüss, bis morgen oder bis heute Abend oder so, sondern... Das FFS ist so gut wie installiert, ist ja gut jetzt. Muss jedoch noch seine Auswirkungen auf die Systeme der Normandie überprüfen. Okay, ich rede noch schnell mit Jack, Tali und Grunt auf dem Maschinendeck, weil in die Mannschaftsquartiere, da müssen wir uns eh den inaktiven Geth angucken und da können wir dann auch die anderen Gespräche gerade führen in der nächsten Folge, beziehungsweise in der übernächsten, ich schau mal, aber ein Gespräch... Ich schlage vor, Sie nehmen zu Ihrem nächsten Zielort das Shuttle. Ach, sei still, Edi. Ein Gespräch kriegen wir hier noch unter. Und dann, Shepard? Ich schau nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Die Stellung ist zu offen. Nicht genug Deckung, zu wenig Panzerung. Warlord Grant würde zuerst die schwere Fracht zerstören und sich dann auf die Triebwerke konzentrieren. Jedenfalls stellen die Bilder aus dem Tank die Schiffe der Menschen so dar.
Das war im Tank mein Lernprozess. Alte Bilder statt Erinnerungen. Als würde man einem Kind ein Buch zeigen. Merkt ihr das? Ein Bild nach dem anderen. Aber keine Hilfe, wie man daraus etwas zieht, was einen weiterbringt. Was für andere Informationen über Menschen schwimmen da noch so herum? Weniger als einen Finger tief kann man die Wirbelsäule spalten. Sie sind weich. Solarianer, Asari, alle weich. Quarianer weniger. Bei Turianern muss man zur Klinge greifen, vermute ich. Sinn sehe ich in all dem jedoch nicht. Aber man kann dann reinsehen. Ach, vergessen Sie's. Irgendetwas muss Sie antreiben. Genetisch betrachtet kann man nicht mehr Kroganer sein als Sie. Ich sehe Leid. Die Toten und mein Gedanke ist schwach. Ich soll stark sein. Ich entstamme Tausenden, die würdiger waren. Die Toten waren schwach. Wären sie stark gewesen, würde man mich nicht brauchen. Ich weiß nicht, warum Okir mir beibringen wollte. Als er den Tank zum ersten Mal eingeschaltet hat, habe ich geschrien. Schwach und erbärmlich. Ja, und dann bist du stark geworden. Jeder hat als Baby geschrien. Sie haben also klein angefangen. Aber daraus sind sie geworden, wie sie jetzt sind. Nicht viele bekommen so eine Chance. Ich wurde stark gemacht, habe es mir aber nicht verdient. Ich bin einfach nur. Die Toten waren stark genug, es zu versuchen, auch wenn sie verloren haben. Der perfekte Kroganer, ohne Wissen, wie ich dazu wurde. Darin liegt keine Stärke. Der Weg ist das Ziel, ja. Ich werde mir genau ansehen, was den Kroganern widerfahren ist. Und einen Grund finden, damit es mich etwas angeht. Okay, damit haben wir auch mit Grunt geredet. Das ging schnell. Ich denke, beim nächsten Mal machen wir noch die beiden, ich glaube, zwei waren es noch hier auf der Ebene, Gespräche. Und dann gucken wir uns mal den inaktiven Geth an. Bis dahin. Ciao, ciao.